Ja, hallo und herzlich willkommen zur vierten Vorlesung der aktuellen Planetary Health Academy Vorlesungsreihe. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute alle wieder mit dabei seid zum Thema Nephrologie und Dermatologie im Kontext Planetary Health. Und wir haben heute wieder zwei sehr spannende Gäste eingeladen, die wir euch gleich vorstellen. Aber vorab einige Informationen und vorab Ideen. Wie ihr alle wisst, basiert die aktuelle Vorlesungsreihe auf dem Fachbuch Planetary Health, Klima, Umwelt und Gesundheit im Anthropozän. Und wir dachten, da sich Weihnachten nähert, machen wir euch eine Freude und umgekehrt könnt ihr uns aber auch eine machen. Denn wir verlosen unter allen Einsendungen von transformativen Beispielen eines dieser fantastischen Bücher. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist ein transformatives Beispiel aus eurem Alltag an uns senden. Das können große Dinge sein, kleine Dinge, kreative, langweilige Dinge, die viele Menschen erreichen, Dinge, die nur wenige Menschen erreichen. Eurer Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Das Einzige, was sozusagen sein muss, ist, dass ihr sie entweder per E-Mail an info@planetary-healthacademy.de schickt oder über unseren Instagram-Account. Wir posten beides auch gleich nochmal in den Chat, und zwar bis nächsten Montag, sodass wir dann auch bis Mittwoch welche auswählen können und eine Gewinnerin, ein Gewinner eines dieser Bücher erhält. Und zusätzlich werden wir einige der eingesendeten Beispiele auch gerne in der Vorlesungsreihe vorstellen. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir dieses Mal nicht am Ende eine extra Vorlesung mit transformativen Beispielen, sondern bauen die jetzt sukzessive ein, und dazu sind wir natürlich auf eure Mithilfe angewiesen. Insofern freuen wir uns gleich doppelt, wenn ihr die einsendet. Und wir werden heute am Ende der Vorlesung auch gleich den Start machen mit einem transformativen Beispiel, auf das ihr euch jetzt schon freuen dürft. Damit übergebe ich auch schon an meine heutige Co-Moderation, die euch vermutlich aus der letzten Woche bekannt ist, Christian Schulz, Geschäftsführer von Klug, lange in der Anästhesie, ebenfalls Mitherausgeber und Autor des genannten Fachbuches, der jetzt auch noch einige Dinge sagen wird, bevor wir dann mit unseren Vorträgen starten. Vielen Dank, Friederike. Das Erste, was besonders wichtig ist heute, ist, glaube ich, dass wir eine neue Bundesregierung haben. Wir haben jetzt 16 Jahre lang eine Regierung gehabt unter CDU-CSU-Beteiligung unter der Bundeskanzlerin, ehemaligen Bundeskanzlerin, seit heute Angela Merkel. Seit heute ist es Olaf Scholz. Wir haben auch einen neuen Bundesgesundheitsminister. Karl Lauterbach ist es geworden, wie Sie alle wissen. Karl Lauterbach ist aus Klugsicht jemand, es ist ein Mediziner, es ist ein Epidemiologe, der aus Klugsicht vor allem deswegen gut ist, weil er einfach die Auswirkungen von Klimawandel auf Gesundheit verstanden hat. Er hat unser Buch gelesen, war mit beteiligt auch an der Vorstellung unseres Buches, und damit gehen wir davon aus, dass damit auch das Thema Klimawandel und Gesundheit im Kabinett seinen Platz findet, beziehungsweise Planetary Health im Bundeskabinett seinen Platz findet. Zumindest ist das unsere Hoffnung, die wir mit dieser Personalie auf jeden Fall verknüpfen. Wichtig ist, ich habe es letzte Woche schon mal angekündigt, das ist das Wissen vom Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen, das Impulspapier erschienen vorletzte Woche ungefähr. Und am nächsten Dienstag um 14 Uhr findet dazu eine öffentliche Diskussion statt unter der Leitung der designierten Direktorin und des Thinktanks, Maike Voss, nicht unter Leitung, sondern unter Moderation. Und es ist sicherlich sehr spannend, dem beizuwohnen, weil auch das wiederum sich in irgendeiner Form in der Arbeit der Bundesregierung hoffentlich niederschlagen wird. Und dann komme ich zum letzten kurzen Punkt, bevor Peter Blankenstein zur Nephrologie spricht und zu dem Nexus zwischen Nephrologie und Planetary Health. Nämlich, wir haben dieses Jahr was uns Besonderes ausgedacht in Klug, nämlich, wenn Sie nicht wissen, wie Sie dem Konsumwahn entgehen wollen, haben wir dieses Jahr eine Weihnachtsspendenkartenaktion auf den Weg gebracht, seit heute. Das heißt, Sie können über Klug eine Weihnachtskarte erwerben, die schön aussieht. Wir haben die vorhin gezeigt in der Folie. Ich weiß gar nicht, ob sie kurz sichtbar war. Ich glaube schon. Und damit haben Ihre Liebsten was, an dem Sie sich erfreuen können. Und gleichzeitig bringen Sie die Transformation voran, indem Sie Klug unterstützen.
Und damit darf ich wieder zurückgeben an Friederike. Ja, sehr gerne. Und ich stelle gleich unseren ersten Gast vor. Davor noch die Anmerkung: Wir werden dieses Mal die Fragen direkt nach den Vorträgen stellen. Das heißt, schickt sie uns gerne, sobald es geht, ein. Wir versuchen immer, so viele wie möglich zu beantworten und einige auszuwählen. Und werden sie eben schon in der Mitte dann vorstellen. Und wenn ihr sie auf Englisch stellt, dann spart ihr uns das Übersetzen, aber wir übersetzen sie auch gerne aus dem Deutschen. Das noch als Hinweis vorab. Und damit wechsle auch ich ins Englische. I'm going to switch to English now, because I'm really happy to introduce our first guest from the Netherlands, Professor Peter Blankenstein, who is with us today. And Professor Blankenstein is head of the Department of Nephrology and Hypertension at the University Medical Center in Utrecht, in the Netherlands, and also member and chairman of many, many committees and boards. For example, he's scientific committee member and former council member of the European Renal Association and the European Dialysis and Transplant Association, and also member of many other scientific and professional organizations. And he, over the past few years, is increasingly involved in introducing the topic of sustainability in the healthcare sector, and is currently doing a project on creating a platform for educational materials. So as you can see, he's a perfect fit for this lecture, and we are really happy to welcome him here. We are really happy to welcome you here and looking forward to your presentation. Thanks a lot for coming. Okay, well, thank you very much for this introduction. And indeed, I have to congratulate you, your country, with having a new government. Whereas you may know that we in the Netherlands, where the elections were in March, are still lacking a government. So you are quite ahead of us. So indeed, I'm a nephrologist, and I would say not a typical environmental activist, but actually I can say that I became one over the past few years. One of the things that make that happen is this publication in the Lancet in 2018, but it was released in 2017, so about 4 to 5 years ago, with the title Lancet Countdown on Health and Climate Change from 25 Years of Inaction to a Global Transformation for Public Health. And you see here an article of about 50 pages, which is huge for the Lancet. You probably know that articles are usually not more than 5 or so pages. And one of the first messages of this paper was that the interaction between health and disease and our environment has two directions. And by that, the authors meant that the climate change, the changing environment, has a detrimental effect on health. But the other way around is also true, that we as the healthcare sector are major polluters and in that sense also contribute to the detrimental effects. And they say, well, please be aware that this is in conflict with one of the primary values in our profession, primum non nocere, first do no harm. And when I saw that, I thought, really, they are correct. This is reason enough to look into this matter for more detail and try to find out what is actually happening. So these two directions I will cover in the next couple of slides. So this is a very informative report by the World Health Organization. What is the big picture? 24% of global health deaths are somehow linked to the environment. And here you see the top 10 causes: ischemic heart disease, chronic respiratory disease, cancers, injuries, respiratory infections, stroke, etc. So we are talking huge numbers.
And these associations, these estimations, there are also now ideas on mechanisms. And this is a nice schematic drawing on that. So here you see climate change and through all kinds of mechanisms, beautifully shown on this slide. They show that this can result in undernutrition, impact on mental health, cardiovascular disease, respiratory disease, and infectious diseases. And for instance, here through air pollutants, particular methods, to respiratory disease and cardiovascular disease. So there are clear thoughts on mechanisms. So when focusing a little bit on the field where I'm active in, so that's nephrology and cardiovascular disease, I will just show you a few examples. This is a very nice and comprehensive analysis published 2 years ago on cardiovascular disease burden from ambient air pollution. And these investigators estimated or calculated that almost 800,000 excess deaths occur due to ambient air pollution per year in Europe, caused by ischemic heart disease, stroke, and other diseases. And in this part, there is chronic kidney disease as well. And this slide tells you a little bit. I fully realize that this is a very busy slide, but I will give you the summary. It gives you an idea on the global burden of chronic kidney disease attributable to particulate matter 2.5. So that's the small type of particulate matter. And in this analysis, they estimated that the globally particulate matter was associated with more than 3 million incident causes of chronic kidney disease each year. And that about 3/4 of this global burden is attributable to levels above the World Health Organization air quality guidelines. So again, also for my field, huge numbers. So in some recent publications, the proposed pathophysiologic mechanisms of cardiovascular disease are beautifully shown. So here, outlining environmental burden, light and noise pollution. So these aspects affect autonomic, result in autonomic imbalance, pituitary axis activation, systemic inflammation, and thrombotic pathways, ultimately leading to cardiovascular morbidity and mortality. And the same is true for possible biological pathways linking air pollution exposure to chronic kidney disease. And the mechanisms or the proposed mechanisms are very similar or look very similar as proposed in the previous slides. And I can, if you are interested in mechanisms or in possible mechanisms, these articles are really nice summaries of the available information on that. And that brings me basically to a new type of research or a new type of thinking, and that is the exposome concept. And maybe you've already heard about that. And the exposome represents a sort of integrated function of exposure on our body, including everything that we eat, we do, we experience, where we live, and where we work. So also in taking into account the environment in the broadest sense of the word. And this is actually a quite intriguing and fascinating field of new research, and also a very nice field of a way of thinking, exposome.
Now, the other interaction. So what is the healthcare's climate footprint? And I would like to draw your attention to this report published about 2 years ago, where there is, these investigators did a global analysis, and the summary is shown on the right side. So major contributors are United States, China, and European Union, obviously. That will probably not surprise you. But more interesting is the healthcare emissions per capita by country. And then top emitters are Australia, Canada, Switzerland, and the United States. But many European countries, including your country and my country, are within the sub-top. But also this type of analysis is interesting because healthcare sectors in France and Spain and Sweden, which at least as far as I can see, are of similar quality as in your country and in my country. Apparently, they do that with a lower level of environmental impact. So the question would be what are the differences in that respect? I have to say, if you focus a little bit more on this carbon footprint and what actually contributes to this carbon footprint of the healthcare sector, we can learn from the British. And that is caused by the fact that the national health system is the largest single-payer health system in the world. Obviously, in England, that is paid by the government. And they started a sustainable development unit approximately 15 years ago, or 2008, so 13 years ago, an organization that was aiming to meet the government's commitments in this respect. And the nice thing is that they have data on their service, on the public, on the National Health Service, over a long period of time. And in this slide, I show you what they found in the last year of their analysis in this particular publication. So usually, if you talk about or you analyze greenhouse gas emissions, you can divide that in a scope 1, scope 2, and scope 3 type of contributions. So the scope 1 is the delivery of care in itself, and the scope 2 is the electricity that you purchase to do the scope 1 activities, and the scope 3 is basically the supply chain. And the right side of the slide, it's clear that this supply chain, so the scope 3 activities, constitute about 2/3 of the total greenhouse gas emissions. And then pharmaceuticals and chemicals, medical equipment are responsible for huge parts, but also here food and catering. And about 25% is scope 1 activities, so building, energy, water and waste, and some other contributors. So this kind of analysis gives you an insight in what kind of activities actually result to this carbon footprint. And they also showed that over the past 20 or 30 years, there was a slight decrease of the total carbon footprint, but probably much more interesting is the greenhouse gas emissions per inhabitant of England. And there was a clear decrease. And in 2019, it was, this number. And in that year for the Netherlands, it was, about 50% higher. And this, as comparison, is the United States. I couldn't find the number for your country, but it is probably more or less similar to the Netherlands.
And about a year ago, they published this report where they state for emissions that we can control directly, net zero, and the aim is to become net zero in 2040, and the ambition to reach an 80% reduction in already, well, you see, 7 to 10 years from now. And for emissions that we can influence, net zero a little bit later, with an ambition to reach 80% reduction in 10 to 15 years from now. So what I'm trying to say is that it's clear that in England, they have huge ambitions. They have already made quite good progress and have huge ambitions in this field. And I feel that we can learn from them how they have organized to do that. So then a little bit focusing on nephrology. Well, basically I can say there is little information. And this is a nice paper from Australian investigators summarizing actually what is available when focusing on dialysis. And dialysis is an obvious first target within nephrology, because it is clear that it's rather environmentally unfriendly activity. So, but the overall conclusion is that there's only little information. And that only recently changed, so about a year ago, when Fresenius, big German company, not only manufacturer of dialysis equipment, but also a dialysis provider. So they have huge chains of dialysis centers. And their centers in France delivered this paper where they analyzed three key performance indicators. So electricity consumption per hemodialysis sessions, water consumption, and waste production. And actually, this was the first comprehensive analysis on these three items, these three key performance indicators within the dialysis field. And actually, this is really a step forward in this respect. And if you take these numbers and translate that to Europe, here is about a little bit more than 300,000 patients, and then you come to enormous, enormous amounts. So the water consumption equals about 8,000 Olympic swimming pools per year, and the waste production, the equivalent of almost 10,000 male elephants, and the energy consumptions, a city of almost 1 million people, or this number of kilometers with an electric vehicle. So we're really talking about big numbers. And the estimation of the global number is still 9 times bigger than in Europe. So what can we do? If you ask yourself, well, what is the level of responsibilities? And then obviously we have the global organizations, European Commission, governments, et cetera, industries, very important partners. But on the healthcare institutional level, and then you have the board of directors, the department, but also the individual. And I think we have, as an individual, we have a task as a civilian, but also as a professional. And what can we do as a professional? Ask ourselves, how can your personal contribution to the healthcare system be done in a more environmentally friendly way? And parallel to that, how can your profession or your professional organization contribute to this? And indeed, the European professional the European Organization of Nephrologists, which is called EDTA, has started to think about this, how they as a professional organization can contribute to this field. And we produced some statements on that in various papers. So what can you do yourself? So in a
hospital setting, for instance, you can start by asking yourself, is there a national sustainability policy specific for the healthcare sector? And is this known to the management? Is there a sustainability officer or contact person in your institution? Is there a policy? Is there a plan in the institution? Are there targets, objectives? And that starts to create awareness in your department, define objectives. When choosing materials, machines, et cetera, take environmental impact also into consideration, and very important, expect manufacturers or suppliers to have a plan on circularity of materials. So start a movement and introduce the subject in all levels of education. Earlier this year, I was invited to think about how we could introduce the Sustainable Development Goals of the United Nations into the healthcare. And actually, I found that a really an interesting challenge. And this paper represents a sort of thinking about that. If you say, well, the key actions where we are active, that is care, research, and education, and then it is clear, at least, that is my personal opinion, that at least four of the Sustainable Development Goals we can contribute, and we can make the difference and contribute to making good health and well-being, quality education, responsible consumption and production, and climate action. So at least four of the Sustainable Development Goals. And the education aspect is really interesting as well. What I see in the Netherlands, and probably also in your country, is that the young generation is really starting to ask questions to the educational system. And here, a paper in the British Medical Journal, I think it was in September, so 2 months ago, Planetary Health Curriculum for the Medicine, needed yesterday, make it reality today. And here's some other examples clearly indicating that there is something lacking, there is something missing in the medical curriculum. And very recently, there was a questionnaire sent out to about 3,500 students and young doctors in the Netherlands, specifically asking about planetary health and sustainability issues within the curriculum. And 70% responded that they think that medical doctors have a role in making healthcare more sustainable. 70% feel a responsibility to inform the society on the health effects of climate change and pollutions. Even more wants to know more about these aspects. About 3/4 said that it need to be introduced in the medical curriculum, and also about 3/4 wants to contribute themselves actively. So this is for us a quite convincing result that really something needs to change. And what actually is then sustainable healthcare education? And then I show you the definition of sustainable development presented by the Brundtland report already many, many years ago. Sustainable development is development that meets the need for the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It's a very simple definition, but it is still very correct, at least in my view. And when you use this definition, then sustainable healthcare education can be defined as teaching and learning, which prepares the future health professionals to promote sustainable health and deliver sustainable healthcare. And indeed, there is an organization, Association of Medical Education in Europe, which produced this sort of consensus statement a couple of months ago, and it is really nice. Well, it's nice paper,
when you are active in education, and they say, well, this to reduce emissions and meet the sustainable development goals, health professions, education must equip undergraduates and those already qualified with knowledge, skills, values, competence, and confidence. So some important values, they need to sustainably promote health, human rights, well-being for the current and future generations while protecting the health of the planet. And indeed, I can tell you that we only recently were informed by the European Commission that we have acquired an Erasmus Plus grant for a consortium consisting Karolinska in Stockholm, Charité in Berlin, University of Ghent, and we in Utrecht, and a professional website builder to create an open access European sort of standard on education on planetary health. And we have just started on this project. So, and this is my last slide. I hope that I've been able to show you that the interaction between health and disease and our environment has two directions. And my moonshot vision is that sustainable health and sustainable health care is not special or is not extra, is not extraordinary. No, it should be mainstream business as usual, part of everyday thinking. It should represent the new normal. And we medical professionals are key players in the journey towards that moonshot vision with a focus on care, research, and education. And we need to show leadership and focus on resilience and mitigation. Thank you very much. Yes, thank you very much for your presentation. I really like the wide spectrum you gave us, and I'm also really happy about this one slide with the questions for all of us that we can ask us to, how we can all contribute, because as you know, we have many already and future change agents in our audience. And with this, I really like the slide, but I would also like to ask my first question a bit in this direction. As you gave many, many examples of possible commitment, with what would you start if I was a medical student or a nurse or some other healthcare professional asking myself, what can I do right now? Do you have a preference or an advice with what to start? Well, there's not a single answer to that. What I see in Utrecht, that the students are particularly active in trying to promote the introduction of this thinking within the medical curriculum. And actually, they are quite active in addressing the board of directors, addressing the dean, organizing this questionnaire. Actually, this was organized by a group of students. So they are sort of activists, in the good way of the word, to really make this and put this on the agenda. So that is a student, but a nurse working on a ward, then the focus can be totally different. I think it really depends on where you work, what kind of work you do, what is also possible. You can define impossible goals, and that's not a wise thing to start with, impossible goals. You can think big, but start small. Mm-hmm. So I also take this a bit as an advice to join up and to form a group and to also do this together and find people who are doing it with you. And maybe one more question on this topic before I also include other questions, because it was a question from the audience, whether in the Netherlands there is something similar as Kloek or Health for Future, which would be a kind of group or a possible team you could join. Can you say something about this or about the awareness in the Netherlands in general on this topic? Yes. Well, what we see over the past 12 or 18 months, there are all kinds of
bottom-up activities. And we only just formed a sort of overarching committee or organization, the Green Healthcare Alliance, trying to combine all these activities and trying to get an oversight on what is actually happening and tell each other what we are doing. So it's a little bit fragmented, and we are now trying to combine that. And there's also a government committee who helps us to do this. So there is no one answer, but we are trying to organize or to more structure it. And this overarching body is called Green Health Alliance. Mm-hmm. Continue, Friederike. No, I just wanted to say, I think this is part of the reason why we are so happy that you're here, because we also think, I mean, we can do work on a national level, but we also like to do it on a European or international level. So I think that's a really nice part to connect with you. Yeah, that's it. Yeah, you probably noticed that in this educational consortium, the Charité in Berlin is one of the partners. Yeah. And that, of course, is a big organization, and where, as far as I know now, this aspect is already quite clearly on the agenda. In the Paris Agreement limits the amount of carbon we can emit. Now we all have limited budgets. And especially Netherlands should be interested in limiting the temperature rise to 1.5 degrees, as you have large areas in the Netherlands below sea level. Yeah, that's correct. And this shifts in the NHS. You talked about the NHS. There's a shift in the discussion, and they talk about a limited budget of carbon for each country. And so in the next step, if we break down into the different sectors we have, and also the healthcare sector, we have limited budgets within the healthcare sector. Yeah. So the next step is, or the question is, and that's my question, whether this is discussed in the Netherlands, how much health can buy a ton of carbon? Yeah. Yeah, that's a very good question, for which I do not know the answer. Basically, what I experience personally is that the longer you are in this field, the bigger the subject becomes. Basically, the discussion on the sustainability of healthcare is not only focusing on the environmental impacts of this, but as the sustainability as a wider aspect. It's also about money, about personnel, about equipment. And we see now and with the COVID, well, the healthcare sector is in its highest gear, so to say, is maximum performance, and everybody is tired and because of this. So the sustainability of the healthcare sector in the broadest sense of the word is actually on the agenda. Hmm. Do you think that we have in nephrology a problem of oversupply? Yeah. Well, one of the aspects, an oversupply, you mean of disposable products and things like that? No, oversupply is that we have too many patients. We offer hemodialysis without an accurate or adequate therapy goal. Well, in the Netherlands, that's not an issue. I think that. So you mean that patients are treated while they basically are on dialysis, while that is maybe not necessary as yet? For example, or another question that came that rise up is,
What is the difference, or what is the life cycle assessment or the carbon footprint of a peritoneal dialysis compared to a kidney transplantation? Yeah. Well, these are all logical questions, but difficult to answer. What I showed you in this overview paper from Australia, they summarized what is available on information on peritoneal dialysis. And these are all, well, limited information of single center activities. And then the problem of definition is also comes on the table ahead. So what actually does you include in your analysis, and what kind of methods you use to quantify the carbon footprint? And the same is true for transplantation. And so there is less traffic to the hospital and no dialysis. But on the other hand, medication may have a much bigger carbon footprint as compared to dialysis patients. So I don't know. It's difficult to compare. And basically, if you want to compare it, it should be in one big effort where you, for all treatments, you use the same methodology to analyze it or to quantify it. So there's, in Germany, we don't have life cycle assessments for the different therapies we offer. No. We don't have hospitals that assess their own carbon footprint. We have a few ones, but regularly we don't. How it is in Netherlands? Well, the institute where I work has analyzed or has quantified its carbon footprint since starting, I think, 3 years ago or something. So only very recently. And did a similar type of analysis as I've shown you from Britain. So trying to quantify the different areas which are responsible for the total. But they only started recently, and are other, especially university hospitals, who have done this only, well, since very recently. So we are quite in the beginning. Mm-hmm. We talked a lot now about the mitigation part of the problem, like how we can assess the carbon footprint in our system, and what are the most carbon-intensive technologies, treatments, and so on. Yeah. But I would like to ask one last question about the field of impact, because I think this is also one part of what we do. So to realize what challenges we face with a global heating. And we were asked a question that says, we know the effects of acute high temperatures on kidney diseases, but do you have any information about or no research about chronic exposure to heat and influence on chronic or acute kidney diseases? Chronic exposure to heat, that I don't know. So the information on heat is especially indeed what you just mentioned on acute kidney failure. So from tropical regions, or for instance, from heat waves. So this year, the West Coast from the United States and Canada, and there are specific data on that particular period when they have this heat wave. But that's all acute kidney failure. Mm-hmm. I'm not aware of long-term effects of, let's say, a 1 degree higher level of a temperature. I don't know. Mm-hmm. Okay. Yeah, many thanks for all the answers. Would you like to add another question? A last one. How much of the chronic kidney diseases, in your opinion, is attributable to environmental damage? Yeah. The portion. Is it 10%? Is it 20%? It's 5%? It's 1%? Yeah.
there is some calculation from the United States, and there is a rather big variation over the United States on that. And the precise numbers, I don't know precisely, but it's quite considerable in the tenth percentages points. And then it's higher in industrialized areas and lower in agricultural areas or in the rural and the non-city areas, for instance. So there's some information on that. Okay. Thank you very much. Yeah. Okay. Yes, thanks a lot for answering all those questions and again for the presentation, which was really informative. And since we have another big topic today, I would like to pass on to the next presentation, and we'll do so by letting Christian Schulz introduce our next guest. Genau, wir reden wieder auf Deutsch weiter. Die Präsentation wird ja auch auf Deutsch sein. Es ist mir eine Ehre, Professor Claudia Treidel-Hoffmann mal wieder zu begrüßen in der Planetary Health Academy. Sie ist Leiterin des Lehrstuhls für Umweltmedizin an der Medizinischen Fakultät der Universität Augsburg. Sie ist Direktorin des Instituts für Umweltmedizin am Helmholtz-Zentrum in München. Sie ist grundsätzlich Fachärztin für Dermatologie und Allergologie und konzentriert sich mit ihrer Forschungsgruppe, ihrer Arbeit, ihrer wissenschaftlichen Arbeit auf die Wechselwirkungen zwischen Umwelt und menschlicher Gesundheit mit einem Schwerpunkt auf der Barrierefunktion von Grenzflächen. Kannst du vielleicht nachher noch was dazu sagen, Claudia? Ja. Und sie ist die erste Herausgeberin des kürzlich erschienenen Fachbuch Planetary Health, Klima, Umwelt und Gesundheit im Anthropozän, an dem sich diese Vorlesungsreihe orientiert, um einfach die klinischen Auswirkungen, die klinischen Auswirkungen herauszuarbeiten, unsere Art und Weise, wie wir wirtschaften. Und es hat, ich war damit beteiligt und ich dachte am Anfang, das ist jetzt irgendwann zu Ende und fertig, das Projekt, aber es stimmt nicht. In dem Moment, wo es fertig ist, geht es erst richtig los, weil es nämlich das erste Fachbuch ist, glaube ich, auf der ganzen Welt, was das so zusammen ist, so zusammenfasst. Claudia, vielen Dank. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Ja, es ist mir natürlich eine Ehre, hier zu sein, hier in diesem Raum mit euch allen. Es sind über 300 Menschen, die jetzt hier zuhören, und ich finde es fantastisch, dass wir jetzt erst über Nephrologie gehört haben und jetzt geht es zu einer anderen Grenzfläche der Haut und der Schleimhäute. Und da werde ich euch so ein bisschen berichten, was der Klimawandel dafür bedeutet. Ich habe auch Folien mitgebracht und würde die hier mit euch teilen. Genau, aber jetzt starte ich einfach mal durch, weil sonst kommen wir gar nicht durch, weil das ist so viel, was man zum Thema planetare Gesundheit, Dermatologie und Allergologie sagen kann, dass ich da einfach jetzt mal durchstarte. Und zwar, wenn man über Grenzflächen spricht, muss man natürlich über eine große Erkrankungsgruppe sprechen, und das sind die Allergien. Und Allergien kommen auf uns zu wie so ein Tsunami, wie ihr es hier auch seht. Wir haben bereits in Deutschland und in Europa fast 40% der Menschen, die an einer Form von Allergien leiden. Und in Bezug auf planetare Gesundheit, Klimawandel, sind es natürlich gerade die sogenannten Typ-1-Allergien, das ist Heuschnupfen, Asthma, die jetzt da einfach massiv zunehmen. Gleichzeitig haben wir aber auch eine andere Erkrankung, eine Umwelterkrankung, die Neurodermitis oder das atopische Ekzem. Und das sind wirklich so Erkrankungen, die uns wirklich so treffen wie so ein Tsunami. Und dieser Tsunami wird noch höher, je mehr die globale Gesundheit auch abnimmt. Gleichzeitig, wenn wir über Allergien sprechen, müssen wir auch über den sogenannten atopischen Marsch sprechen. Und zwar ist das etwas wie eine Karriere des Allergikers, der Allergikerin. Es beginnt meist mit dem Ekzem, was ihr hier auch seht. Das ist ein Junge mit einem atopischen Ekzem. Ich versuche das mal eben zu minimieren. Sehr gut, jetzt habe ich es für mich minimiert. Das startet meistens sehr früh nach dem Monat. Entwickeln Kinder häufig mal eine Neurodermitis, ein atopisches Ekzem. Dann kommt nicht selten auch die Nahrungsmittelallergie hinzu. Die ist aber, also das atopische Ekzem
Nahrungsmittelallergie. Das ist schon mal die ganz wichtige Nachricht, die ihr mitnehmen müsst. Sondern das atopische Ekzem, die Neurodermitis, ist häufig mit Nahrungsmittelallergien assoziiert. Dann kommt es häufig dazu, dass das Ekzem und auch diese Nahrungsmittelallergie sich verliert. Und ich habe extra hier unten das Alter nicht genau aufgeschrieben, weil das mehr auch so schematisch ist. Also jemand, der dann das atopische Ekzem entwickelt, kann dann einen sogenannten Etagenwechsel haben, dann ein Asthma entwickeln und auch eine Rhinitis. Und das ist wirklich etwas, was so Stück für Stück passieren kann. Deswegen sprechen wir eben von diesem atopischen Marsch. Es ist aber auch durchaus möglich, dass, und das sehen wir jetzt gerade immer mehr, dass auch 70-, 80-Jährige auf einmal eine Neurodermitis oder eine Allergie entwickeln. Und gleichzeitig wissen wir auch Folgendes, dass wenn eine Neurodermitis besteht, und vielleicht schaut ihr euch jetzt nochmal im Geiste eben dieses Bild an von diesem Jungen mit dieser massiven Entzündung im Gesicht. Da könnt ihr euch vorstellen, dass diese massive Entzündung eben auch dazu führt, dass die Haut nicht dicht ist. Also ich sage meinen Patienten immer ganz gern, sie sind nicht ganz dicht. Was ich natürlich ein bisschen provokativ meine, es ist natürlich so, dass die Haut nicht ganz dicht ist. Die Psyche ist manchmal beeinträchtigt, aber natürlich durch die Hauterkrankung. Sonst sind, das sage ich auch mit den Kindern, die sind meistens so ein bisschen schlauer sogar als andere Kinder. Fakt ist, die atopische Dermatitis, die Neurodermitis, ist im Prinzip die Tür, die sich öffnet in Richtung dieses atopischen Marsches. Dann entstehen erst Nahrungsmittelallergien, eine Rhinitis und ein Asthma. Und es steht auch im aktuellen Koalitionsvertrag. Das Ziel ist die Prävention, die Verhinderung, dass die Leute überhaupt krank werden. Und eine Möglichkeit, Allergien zu verhindern, ist eben, dass wir diese Tür zuschlagen und dass wir eine Barrierehomöostase wiederherstellen, um dann eben diesen atopischen Marsch im besten Falle zu stoppen. Also durch die undichte Haut kommen Allergene durch, neue Sensibilisierungen entstehen. Und wenn wir das stoppen, dann können wir eben auch diesen Tsunami abmildern. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass erstmal die Allergie ist eine ganze Gruppe von Erkrankungen. Und wir wissen aber auch gleichzeitig, dass Allergien aus der Gesundheit entstehen. Dann haben wir die oder eben auch Hauterscheinungen, die auch häufig durch Allergene getriggert sind, wie die Neurodermitis. Und dann gibt es Menschen, die wirklich in dieser Chronifizierung bleiben, auch ein schweres Asthma entwickeln. Gleichzeitig, und sicherlich fühlen sich jetzt viele von euch angesprochen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass unter diesen 326, die jetzt hier zuhören, 40% allergische Probanden sind sozusagen, ist sehr, sehr hoch. Also ihr wisst auch, dass man auch die Allergie manchmal echt spontan verlieren kann. Und das ist ein immunologischer Mechanismus, der bis heute auch noch gar nicht in der Tiefe verstanden ist. Deswegen gibt es natürlich auch diese Mythen um die Allergie, ne? Dass man mit Morgenurin am besten die Allergie heilen kann. Nein, könnte gerne machen, aber bringt nicht unbedingt was. Aber diese natürlichen Heilungsprozesse, das ist genau das, was wir hier auch, gerade wo ich hier bin in Davos, mich versuchen zu untersuchen, indem wir auch Patienten einfach über Jahre verfolgen und schauen, was passiert da. Also Biomarker für diese spontane Heilung zu finden. Und gleichzeitig, und wir haben das eben schon gehört, ist eben die Allergie und die Neurodermitis ist eine Erkrankung, die durch Ursachen getriggert ist. Und wenn ihr diesen Weg nochmal seht in Richtung Healing, da sind Umweltfaktoren ganz, ganz wichtig. Der eine Chromosom, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter Ausdruck. Ich würde es mal einfach als Suppe bezeichnen. Die Suppe, die nämlich aus psychosozialen Faktoren besteht, aus Schadstoffen, biogenen Faktoren und aus Ernährung. Und diese ganze Suppe von Umweltfaktoren, die ist das, was natürlich auch im Rahmen der globalen Gesundheit
eine ganz, ganz große Rolle spielt, gerade wenn wir hier in diese Richtung gehen, Schadstoffe, Ökosysteme, die sich verändern, aber natürlich auch diese psychosozialen Faktoren. Ich will ganz grob heute mit euch und mit Ihnen durch diese vier Dinge mal durchgehen. Kann das alles nur aus Zeitgründen nur anreißen. Psychosoziale Faktoren, das ist natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle, gerade wenn wir über Neurodermitis sprechen. Wir wissen, dass wenn jemand so aussieht, und ich bitte euch jetzt davon, keinen Screenshot zu machen, weil das sind natürlich Dinge, die wir nicht unbedingt im Netz sehen wollen. Das heißt also, wenn jemand so aussieht, dann bedeutet das natürlich einen wahnsinnigen Stress für diese Person. Dieser Stress wiederum, wissen wir, führt wieder zu Ekzem und dieses Ekzem führt wieder zu Stress. Also wir haben hier wirklich einen Teufelskreis von Stress und Ekzem. Und das ist natürlich eine zentrale Geschichte, die wir natürlich auch angehen müssen, wenn wir als Ärztinnen und Ärzte diese Patienten sehen, behandeln und auch effektiv behandeln wollen. Wir haben das mal in Augsburg so ein bisschen tiefer angeschaut und haben da hier an die 2000 Probanden untersucht, befragt und gefragt. Hier sind unterschiedliche Dinge, die wir hier befragt haben. Und wir können zusammenfassend sagen, dass wir durchaus einen starken Zusammenhang finden zwischen psychosozialen Faktoren und Allergien, Stress und auch dieser sogenannte Typ D, dieser etwas unglückliche Typ, ist wirklich mit Allergien assoziiert. So, was heißt das? Heißt das, wenn man unglücklich ist, dann kriegt man eine Allergie? Oder wenn man eine Allergie hat, dann ist man unglücklich? Weder das eine noch das andere. Das sind Assoziationen und keine Kausalität. Das heißt, wir müssen jetzt hier von dieser Assoziation in die molekularen Mechanismen gehen. Und das ist genau das, als Christian Schulz mich vorgestellt hat, hat er gesagt, dass mein Schwerpunkt sei, die molekularen Mechanismen der Umwelt-Mensch-Interaktion zu verstehen. Und das ist das, was wir jetzt hier machen müssen, in die molekularen Mechanismen eintauchen. Und eben von dieser Assoziation zur Kausalität zu kommen. Gut, also mitnehmen an diesem Punkt, dass eben Umwelt nicht nur das ist, was wir einatmen, sondern dass die psychosozialen Faktoren sind, die hier mit eine Rolle spielen. Aber dass das ein Riesenforschungspunkt ist und wir wissen ja gerade auch, dass mit abnehmender globaler Gesundheit auch unsere mentale Gesundheit massiv beeinflusst ist. Auch das ist hier in unserem Buch geschrieben. Da könnt ihr gerne da ein bisschen in die Tiefe gehen, beziehungsweise es gibt sicherlich auch eine Vorlesung dazu hier bei Planetary Health. Ein Riesenpunkt ist die Ernährung. Wenn man über Umwelteffekte auf Haut und auf Allergien nachdenkt. Und da ist natürlich auch wiederum direkt wiederum auch die Verbindung zur planetaren Gesundheit, weil wenn wir hier zum Beispiel nach Fast Food schauen, dann sehen wir, dass das sich nehmen von Fast Food mehr als dreimal pro Woche erhöht schon die Wahrscheinlichkeit, ein schweres Asthma entwickeln. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn wir zum Beispiel eine planetare Diät, pflanzenbasiert, gesund zu uns nehmen, dann haben wir einen doppelten Gewinneffekt. Einmal für unsere Gesundheit und eben für den Planeten. Und das sind solche Argumente, die ihr und sie wirklich brauchen, wenn wir Menschen versuchen zu überzeugen, warum macht es eigentlich Sinn, sich um planetare Gesundheit zu kümmern? Eben, weil es eben nicht nur die planetare Gesundheit ist, sondern unsere Gesundheit. Und das ist das Beispiel. Gleichzeitig wissen wir auch, dass gerade im ersten Lebensjahr so ein Fenster der Möglichkeiten ist, ein Window of Opportunity, weil wir wissen, dass ganz klare Studien, die zeigen, je höher die Diversität der Ernährung im ersten Lebensjahr, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, eine atopische Dermatitis beziehungsweise ein Asthma zu entwickeln. Und das sind hier Daten von Roger Launer, mit dem ich hier auch in Davos zusammenarbeite. Und
Diese Daten zeigen das ganz klar. Es ist aber, sind mehrere Studien, die das zeigen. Also das ist nicht die einzige Arbeitsgruppe. Also das ist wieder ein Umkehrschluss für die Prävention. Also wenn bei mir Schwangere sitzen und mich fragen, ja, ich habe jetzt eine schwere Allergie, haben mir bekannt, was kann ich jetzt tun, damit mein Kind keine Allergie bekommt? Dann natürlich sowas ganz Simples wie nicht rauchen, aber ihr werdet euch wundern, wie viele Frauen trotzdem immer noch rauchen während der Schwangerschaft, aber das ist ein anderes Thema. Aber ein Punkt ist eben, dass ich den Frauen dann sage, ja, ernährt euch eure Kinder im ersten Lebensjahr möglichst divers, stillt bis zum vierten Lebensmonat, dann kommt zur Beikost und dann eben eine sehr, sehr diverse Ernährung. Ich gehe jetzt hier mal von diesem Punkt Ernährung, da könnte ich noch Stunden drüber sprechen, mal zu den anthropogenen Faktoren, auch wenn das, was hier rauskommt, natürlich primär Wasserdampf ist. Aber es geht natürlich primär wirklich um anthropogene Faktoren. Und wir wissen auch hier zum Beispiel, dass das natürlich ein wichtiger Faktor ist, auch in Bezug auf Sozialstatus. Wir wissen, dass gerade... wir einfach nur Benzol hier im Kinderzimmer rausgezogen, dass bei hohem Sozialstatus die Konzentrationen geringer sind. Und diese Kinder sind natürlich mit einer sehr trüben Suppe auch noch hier auch Raucher im Haushalt, auch nach Sozialstatus, also die Kinder mit geringerem Sozialstatus nur gegenüber anthropogenen Faktoren, sondern eben auch sogar auch in Bezug auf Rauchen, weil Rauchen auch mit Sozialstatus verbunden ist. Und gleichzeitig wissen wir, dass das unsere Haut wirklich über das ganze Leben mit unterschiedlichen Schadstoffen, Einflussfaktoren in Verbindung kommt. Und da ist natürlich Sonneneinstrahlung, Hitze ein ganz großer Punkt, aber natürlich auch biohygiene Faktoren. Und all die führen dazu, dass die Homöostase der Haut negativ beeinflusst werden kann. Und das wiederum, Rückkehrschluss, zeigt uns natürlich auch, was wir tun müssen, dass unsere Haut gesund ist. Eine Studie, die wirklich unfassbar klar ist, auch hier Metadaten, die das zeigen, je näher ein Kind an einer befahrenen Straße lebt, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Kind eine Neurodermitis entwickelt. Und das Neurodermitis ist, das ist ein Kind, was jetzt gegebenermaßen eine starke Neurodermitis hat. Ihr könnt euch vorstellen, dass dieses Kind nicht schläft und auch die Eltern schlafen nicht. Das ist also die Lebensqualität, wenn ein Familienmitglied diese Erkrankung hat, ist für die ganze Familie niedriger. Wir haben zurzeit in Deutschland circa 20%, zum Teil sogar 30, je nach epidemiologischen Studien, von Kindern, die eine Form des atopischen Ekzems haben. Diese schwere Form sind aber circa nur bei 5% der Kinder. Nichtsdestotrotz hatte ich ja vorher gesagt, Achtung, Neurodermitis ist der Risikofaktor für die Entwicklung von Allergien. Das ist natürlich so ein Rattenschwanz. Ja. Wir haben die Verschmutzung, wir sehen, die Kinder leben in den Städten, die entwickeln eine Neurodermitis, dann bekommen sie ihre Allergie. Und ihr werdet gleich sehen, dass das in den Städten nochmal einen weiteren Risikofaktor hat aufgrund von anderen Pollen. Gut, gleichzeitig wissen wir, dass auch Rauchen, ist übrigens ungesund, aber es steigert auch das Risiko für die Allergie. Wenn die Mutter raucht, ist das Kind mehr gefährdet in Bezug auf Entwicklung von Allergien, aber auch Stress zum Beispiel. Hier wieder unsere psychischen Touren, auch Stress führt dazu, dass Allergien vermehrt sind. Und jetzt würdet ihr doch wieder sagen, aber ihr habt doch eben gesagt, mit diesen Assoziationen, das ist ja nur eine Assoziation und keine Kausalität. Ja, richtig. Diese Studie, auf die ich mich beziehe hier, dass sie geschaut hat, inwiefern kommt es zu epigenetischen Veränderungen. So, wer von euch weiß, was Epigenetik ist? Ich
denke, einige von euch, aber vielleicht andere auch nicht. Deswegen werde ich das einfach nochmal euch zeigen, was das ist. Epigenetik heißt Veränderung von Genen, insofern, dass Gene eingeschaltet werden. Und ihr seht das hier an dieser kleinen 3D-Animation. Das sind Genabschnitte, die da sind. Die sind jetzt nicht mutiert oder sowas. Also es kommt nicht zur Veränderung des Gens, sondern es kommt zum Einschalten oder auch zum Ausschalten des Gens. Und das ist Epigenetik. Und wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, wir wissen auch, dass diese epigenetischen Veränderungen, die durch Umweltfaktoren kommen, dass die eben auch vererblich sind. Das sind Daten, die wir jetzt zunächst natürlich aus komplexen Mechanismen, Organismen wissen, um jetzt nicht zu sagen aus Tierversuchen. Aber es ist natürlich klar, dass man da mehr nach Generationen schauen kann als beim Menschen. Aber hier gibt es die ganz klaren Hinweise, da sind. Und an dem Punkt wird Umwelteinfluss vererbbar. Das heißt also, es ist nicht nur wichtig für mich, sondern es ist sogar wichtig für meine Gene und für meine Nachkommen, was ich heute tue, welchen Faktoren ich ausgesetzt bin. Und vielleicht erinnert ihr euch, dass ich sagte, dass Stress eben auch dazu führt, dass epigenetische Veränderungen eintreten. Und das bedeutet eben auch, dass sogar diese Umweltfaktoren zu Änderungen unseres Erbguts am Ende führen können. Gleichzeitig wissen wir natürlich, dass eben der Klimawandel gerade auch insbesondere auf unsere Ökosysteme einen wahnsinnigen Einfluss hat, dass am Ende der ganze Körper krank wird. Ich konzentriere mich ja hier hauptsächlich auf diesen Teil. In unserem Buch Planetare Gesundheit könnt ihr natürlich nachschauen, aber auch hier in diesem etwas populärwissenschaftlicheren Buch, wenn ihr hier drauf scannt, dann kommt ihr auch direkt zu diesem Buch Überhitzt, das Katja Trippel und ich zusammengeschrieben haben, wo wir sehr, sehr ausführlich beschreiben, wie der Klimawandel unsere Gesundheit beeinträchtigt. Und unter anderem beschreiben wir eben da auch, wie Ökosysteme sich verändern durch die Änderungen der planetaren Gesundheit. Und ein Punkt, der sich wie so ein roter Faden durch alles durchzieht, was ich auch vorher schon mal sagte, ist Biodiversität. Wir wissen, dass hohe Biodiversität im Makro, aber auch im Mikro, in der Mikroumwelt, damit verbunden ist, dass Schaden verringert wird, dass die Kapazitäten wiederhergestellt werden, aber dass auch Kapazitäten generiert werden. Wir wissen aber auch gleichzeitig, dass der Verlust von Biodiversität verbunden ist mit einer Reduktion von Gesundheit, mit Verursachung von Schaden und mit Krankheit. Und hier diese Abbildung ist aus dieser Publikation auch wieder einfach scannen. Und da kommt ihr hier auf diese Publikation, wo meine Mitarbeiterin Frau Kulek mit dran gab. Weil auch hier ist natürlich die Frage, wo ist das Huhn und wo ist das Ei? Es ist erst der Verlust der Biodiversität und dann die Erkrankung oder führt die Erkrankung zum Verlust von Biodiversität, zum Beispiel auf der Haut? Und das ist noch nicht bis zum Ende klar. Wir wissen aber, und das ist eine neue Übersichtsarbeit hier in publiziert, dass wir wissen, dass auch hier im frühen Lebensalter, wenn wir hier eine sehr, sehr hohe Biodiversität in Kindergärten zum Beispiel haben, dass wir dann eben auch Prävention betreiben können. Ein Aspekt kann ich natürlich nicht auslassen, das ist der Effekt des Klimawandels auf die Pollen. Und ihr müsst euch im Prinzip nur diese vier Punkte merken. Ihr müsst euch merken, dass durch den Klimawandel es zu längeren Pollenflugzeiten kommt, dass wir mehr Pollen haben, dass wir auch gleichzeitig aggressivere Pollen haben. Es ist so, dass dieses Eiweiß, was vom Pollen freigesetzt wird, was letztendlich die Allergie induziert, dass dieses Eiweiß für den Pollen ein Abwehreiweiß ist, ein sogenanntes Pathogenesis-Related Protein. Und dieses PR, also diese Pathogenesis-Related Proteins, die gehen wirklich hoch, wenn der Baum unter Stress ist,
wenn der unter Wassermangel leidet, wenn er versiegelt ist, der Baum, dann sehen wir, dass diese Pathogenesis-related Proteins, eben für uns die Allergene, hochgehen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass neue Pollen zu uns kommt. Hier haben wir das Beispiel von Ambrosia. Wenn man sich das unter dem Elektronenmikroskop anschaut, dann sieht das hier so aus, Ambrosia. Fast so wie so ein Coronavirus. Es ist aber nicht nur Ambrosia als Neophyt, sondern auch zum Beispiel Glaskraut, was auch eben zu uns gekommen ist. Also der Klimawandel wirkt auf Ökosysteme. Diese Ökosysteme verändern sich und wirken dann wiederum auf uns Menschen und machen uns allergischer, verstärken Symptome. Das bedeutet gleichzeitig, dass wir natürlich eine wahnsinnige Kraft auch haben in der Städteplanung. Ja? Gute Städteplanung könnte Prävention sein. Und wir haben gerade ein neues DFG, also von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanziertes Graduiertenkolleg, Urban Green Infrastructure, genehmigt bekommen. Und in diesem Graduiertenkolleg werden wir Doktoranden, übrigens gerade sind die Ausschreibungen raus, also wer Interesse hat, kann sich gerne auf eine Promotionsstelle bewerben. Da geht es darum, Doktoranden also heranzuziehen sozusagen, interdisziplinäre Forschende, die eben helfen können, eine gute Städteplanung zu machen und eben keine Birken in der Stadt anzupflanzen. Ich habe dann schon mal die Kritik gehört, ja, jetzt sind sie gegen Birken in Städten. Ja, ich bin nicht gegen Birken, also ich bin aber für Birken in den Gebieten, wo sie hingehören, nämlich in Mooren. Also eine Birke ist eine Moorpflanze, ja, und die gehört jetzt nicht an den Potsdamer Platz. Das heißt also, intelligente Städteplanung ist da hier die Lösung. Wir haben aber auch weitere Neophyten, zum Beispiel der Götterbaum. Das hatten sich auch mal ein paar Leute ausgedacht, dass der wohl ganz toll sei, weil er so toll wächst, aber auch hier entwickeln wir schon massive Allergien drauf. Auch hier haben wir Pollenkonzentration und hier sieht man, wie viel zugegebenermaßen, das ist eine Risikopopulation, das ist also das Patient mit Allergien, aber hier sieht man, dass das hier schon 40% eine Sensibilisierung aufweisen. Also nicht in der Gesamtbevölkerung, ganz wichtig, sondern in der Risikobevölkerung, die sich hier in der Klinik in Leipzig vorgestellt hat. Also neue Allergene durch, ja, sagen wir mal so, nicht so ganz schlaue Städteplanung. Also, wichtig ist, dass wir dann natürlich sinnvolle Bäume in die Städteplanung einbeziehen. Das übergehe ich jetzt mal zeitweise, wegen der Zeit auch. Dann ist die Frage, wo sind denn eigentlich noch sichere Orte und verlieren wir diese sicheren Orte? Und ich sage das hier, ich bin gerade in Davos, hier schneit es übrigens ohne Ende, es sticht schon fast ein halber Meter Schnee. Aber was wir eben wissen ist hier in Davos, erstens sind die Schadstoffe sehr viel geringer in hohen Höhen. Das ist jetzt nicht nur in Davos, sondern das ist insgesamt in hohen Höhen. Aber wir wissen auch, dass in hohen Höhen sehr viel weniger Birkenpollen zum Beispiel sind, sehr viel weniger Pilzsporen, Gräserpollen gar nicht so viel weniger, aber durchaus interessant. Und auch bakterielle Bestandteile auf den Pollen sind hier geringer. Und hier nochmal Vergleich München-Davos, also in München, das gilt aber letztendlich für jede deutsche Stadt oder europäische Stadt, dass man hier starke Pollenkonzentrationen findet auf 100, 200 Meter über Meeresspiegel. Und je höher man kommt, desto weniger Konzentrationen sind da. Und das ändert sich und wird sich ändern. Auch hier wiederum gerne hier scannen, dann kommt hier auf unsere aktuelle Publikation, wo wir in die Zukunft geschaut haben. Das ist zusammen mit Jeroen Büters. Ihr seht es, das ist Bayern. Und je roter das ist, umso mehr Birkenpollen sind da. Und hier seht ihr mal unterschiedliche IPCC-Szenarien, mal gerechnet in die Zukunft. Und hier schon, dass allein in Bayern natürlich wahnsinnig unterschiedliche Konzentrationen bestehen, was die Birkenpollen anbetrifft. Aber ihr seht auch, dass hier gerade im Bereich, wo gerade unsere medizinischen Rehabilitationsorte sind, wo Menschen eigentlich ja, hingehen, weil sie in Luftorte gesund werden wollen, gerade diese Bereiche werden wir verlieren.
Der Ökonom würde sagen, oh, das ist aber nicht so dolle, weil da haben wir ja wirklich ein ökonomisches Problem. Ich als Medizinerin würde sagen, ja, wir haben jetzt hier primär natürlich ein gesundheitliches Problem. Aber da seht ihr einfach, wie stark diese zwei Dinge einfach miteinander verzahnt sind. Und diese Story zu sagen, ja, aber der Klimawandel und der Klimaschutz, das kostet ja so viel. Ja, wunderbar. Natürlich kostet das was, aber es kostet sehr viel mehr, wenn wir eben nichts tun. Also dieses Szenario, das ist ja noch das beste Szenario. Wenn ihr jetzt mal hier zu dem schlechtesten Szenario geht, dann seht ihr natürlich auch, 2075 gehen die Pollenkonzentrationen runter. Würdet ihr sagen, ja, klasse, dann brauchen wir also starken Klimawandel, damit die Pollenkonzentrationen runtergehen. Nicht so ganz, weil wenn die Pflanzen hier kaputt gehen, dann ist natürlich der Mensch, wird dann bald folgen mit dem Kaputtgehen. Also insgesamt ist das Grund genug, um hier auch an der Abmilderung des Klimawandels zu arbeiten, aber natürlich gleichzeitig auch in der Anpassung. Und wenn wir über Anpassung sprechen, ist natürlich die Prävention. Und das ist genau das, was ich hier zeige. Das Stoppen einer Kaskade, das Stoppen des atopischen Marsches, das Stoppen der Barrierestörung, das ist natürlich gerade wichtig, wenn wir über Prävention sprechen. Also Tür zuschlagen, Barriere wiederherstellen und somit den Weg in Richtung Allergien stoppen. Banal ausgesprochen, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Aber wir müssen natürlich auch in unserer Kommunikation ein bisschen schwarz-weiß malen, um Dinge klar rüberzubringen. So, was hilft? Zum Beispiel, was hilft, ist einfach eincremen. Kinder eincremen. Und gerade, und das ist hier, das ist eine Meta-Analyse, das sind große Studien analysiert worden. Und was hier rauskommt, gerade Kinder aus Hochrisikogruppen. Mutter hat Allergien, Großmutter hat Allergien. Warum nur die Mutter? Die Mutter ist halt immer wichtiger. Ha, kleiner Scherz. Nee, aber epidemiologische Studien haben wirklich gezeigt, dass wenn die Mutter eine Allergie hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind auch eine Allergie hat. Der Vater ist natürlich auch wichtig. Aber Hochrisikokinder eincremen, eincremen, eincremen. Ganz simpel. Gleichzeitig die Neurodermitis behandeln. Auch das, ganz simpel. Ja. Wir haben effektive Therapiemöglichkeiten, weil wir wissen, Early Onset, also früh auftretende Neurodermitis, erhöht das Risiko, einen atopischen Marsch zu entwickeln. Also Kinder mit Ekzem, mit Neurodermitis, einfach zum Arzt schicken und der Arzt muss das therapieren, oder auch die Ärztin. Und nicht so, ah, hab Angst vor Cortison, das ist doch alles so schlimm. Ja, ist nicht so schlimm. Es ist schlimmer, wenn die Kinder wirklich eine fortschreitende Allergie bekommen. Und wir haben natürlich auch mehr als nur Cortison, um so eine Neurodermitis zu behandeln. Gut, also auch hier tat in Early, um den atopischen Marsch zu verhindern. Wir haben eine ganze Reihe von Präventionsstrategien, die ich hier nochmal zusammenfasse. Stillen, 4 Monate, dann abstillen, langsam, gerne bis zum 10. Lebensmonat des Kindes weiterstillen, aber schon zufüttern, divers ernähren, Fischkonsum, natürlich nur der selbst geangelte Fisch aus dem Bio-Weiher, logisch. Dann Haustiere, hier wissen wir, dass Hunde wirklich auch schützen vor Allergien, sehr wahrscheinlich über das Mikrobiom, nicht rauchen, sinnvoll. Impfen. Auch Impfen hilft. Könnt ihr auch noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Natürlich auch ein bisschen differenziert. Hautpflege und die Therapie des atopischen Ekzems. Und an dem Punkt kann ich schon enden und euch sagen, dass auch die Biodiversität in meinem Team sehr, sehr hoch ist. Aber wir suchen gerade zum Beispiel auch einen Arzt, eine Ärztin. Also wenn ihr mitmachen wollt, bei uns Umwelt-Mensch-Interaktion zu verstehen, kontaktiert mich und macht einfach mit. Und an dem Punkt kann ich nur sagen, hier Bücher zum hoffentlich nicht kommenden Lockdown lesen oder Fragen stellen oder weiterhin bei Planetary Hearts mit die Vorlesung hören. An dem Punkt danke ich euch und freue mich auf Fragen. Ja, herzlichen Dank. Ich habe mich schon mit aufs Podium sozusagen geschlichen, weil wir ganz viele Fragen haben und natürlich auch gerne die Gelegenheit nutzen wollen, viele von den Fragen noch loszuwerden. Es gab insbesondere Fragen zum Thema Ernährung, nämlich
Sie haben ja den Zusammenhang zwischen Fastfood mit dem Auftreten von Allergien geschildert. Und da war die Frage, ob es ähnliche Korrelationen zu einer veganen oder vegetarischen Ernährung gibt, beziehungsweise konkret gesagt, kann man Fleisch als Risikofaktor für Allergien oder für das Entstehen von Allergien identifizieren? Ja, also im Prinzip vegane Ernährung als Prävention. Da steht schon in der Bibel übrigens, ne? Das hat mir meine Mutter mal gesagt, vegane Ernährung macht 10-mal schlauer. Das steht im Alten Testament. Aber es gibt noch keine klaren Studien dazu, inwiefern das jetzt auch präventiv ist. Wir wissen nur das Negative sozusagen. Ob das andere dann wiederum schützt. Nur die Ernährung wissen wir noch nicht. Aber wir wissen zum Beispiel, dass das die Amish, die sich auch sehr fleischarm ernähren und insgesamt sehr, sehr traditionell leben, die haben fast keine Allergien. Ja? Es wird auch nicht der eine Punkt sein. Wir können den Tsunami nicht nur durch Ernährung aufhalten. Aber es schadet sicherlich nicht, sich vegetarisch oder, auf vegan stehe ich nicht so, aber also vegetarisch und fleischarm. Und dann gab es noch eine Anschlussfrage zum Thema Ernährung. Es gibt eine Statistik, die auch genannt wurde, dass Menschen, die in der Stadt leben, ungefähr 23 Stunden am Tag in geschlossenen Räumen verbringen. Ja. Und da verwundert es ja nicht, dass es gerade im Winter zu Vitamin-D-Mangel kommen kann. Gibt es einen erwiesenen Zusammenhang von Vitamin-D-Mangel und Hautproblemen bzw. Allergien, war eine Frage. Eine ganz lange Geschichte, Vitamin-D und Allergien. Gibt es sowohl das eine als auch das andere? Ist am Ende diese Geschichte mit dem Vitamin-D ist nicht klar. Insofern aber es, natürlich, Innenraum ist ein großer Punkt, wenn man in Innenräumen ist, dann bewegt man sich ja auch nicht. Deswegen, das ist auch fehlende physische Aktivität, die dann auch mit den Innenräumen dazukommt. Und natürlich auch eben die Schadstoffe, die wir in den Innenräumen zum Teil sehen, auch Allergene. Also insofern wird gerne differenziert und sehr umfassend betrachtet, diese Innenraumproblematik. Dann gab es noch Fragen zum Thema Epigenetik. Das wurde viel kommentiert. Jetzt zurück zur Epigenetik. Und zwar gab es die Frage, ob denn da die Epigenetik oder die Gene beider Eltern eine Rolle spielen. Also sowohl beim Rauchen als auch bei anderen Themen wie Ernährung, Stress, psychosoziale Faktoren. Die Epigenetik, ob beide Eltern eine Rolle spielen. Natürlich spielen beide Eltern eine Rolle, aber epidemiologische Studien haben nun mal gezeigt, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn die Mutter eine Allergie hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Kind eben eine Allergie hat, als wenn nur der Vater eine Allergie hat. Das hat natürlich nicht so viel mit Epigenetik zu tun, sondern eher mit Genetik. Ja. Wo wir beim Thema Allergien sind, gab es noch die Frage, ob es da Korrelationen gibt zum Wohnort der Patienten und Patientinnen. Also ob sie häufiger im ländlichen Gebiet auftreten oder in der Stadt oder ob das egal ist. Und sozusagen zweite Frage dazu, ob es auch eine Korrelation zum Einkommensniveau gibt. Genau, also da gibt es was zum Wohnort, ja, da gibt es Korrelationen. Und zwar ist die Wahrscheinlichkeit höher in der Stadt, dass man eine Allergie entwickelt. Die Prävalenz ist, und also das ist einfach wahrscheinlicher, eine Allergie zu entwickeln, wenn man in der Stadt lebt. Aber wenn man einmal eine Allergie hat, dann hat man häufig auch Symptome, wenn man auf dem Land ist, weil da natürlich auch vermehrt Pollen sind. Aber urbane Umwelt prädisponiert für die Entwicklung von Allergien. Und soziale Faktoren spielen hier eine große Rolle. Das hatte ich auch vorher gezeigt, dass natürlich auch gerade niedrigerer Sozialstatus auch mit einer höheren Exposition gegenüber Schadstoffen verbunden ist. Und daraus kann man auch eben Rückschlüsse schließen, dass da eben auch ein vermehrter Effekt auf Barriere und somit natürlich auch eine höhere Empfindlichkeit ist für die Entwicklung von Allergien. Wir hatten noch vielleicht eine daran zumindest ein bisschen anschließende Frage dazu, welche Bäume denn sinnvoll wären für die Städte und ob da sich teilweise die Empfehlung zu einerseits dem Kontakt zur Biodiversität und andererseits bestimmte Pflanzen nicht in der Stadt zu haben, ob die sich da widersprechen.
Ja, das ist eben ein Punkt, der dann immer angebracht wird. Erstens ist eine komplette Tabelle in unserem roten Buch, habe ich genau aufgelistet, welche Bäume hier gut sind, welche ein niedriges allergenes Potenzial haben. Auch diese Liste habe ich auch zum Teil Städteplanern schon in die Hand gegeben. Aber das widerspricht natürlich nicht dieser Biodiversität, weil, das hatte ich ja gesagt, also zum Beispiel eine Birke in der Stadt zu haben, hat nichts mit Biodiversität zu tun, sondern diese Birken gehören nicht in die Stadt, die gehören in Moore. Das heißt, wir müssen natürlich versuchen, in der Stadt die Parks so zu machen, dass da Pflanzen sind, die auch in Parks reingehören letztendlich. Oder Fassadenbegrünung oder auch Dächerbegrünung muss so sein, dass es eben sowohl grün als auch eben das richtige Grün und wenig allergen ist. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Und zwar kann man ja über viele dieser Themen mit Patientinnen und Patienten ins Gespräch kommen. Also Stichwort klimasensible Gesundheitsberatung. Wie sind da Ihre Erfahrungen, bei welchen das vielleicht besonders gut geht, bei welchen Themen, bei welchen eher schlecht oder ja allgemein dazu, das auch als Anlass zu nehmen, mit Patientinnen ganz allgemein über Klimaschutz und Gesundheitsschutz zu reden? Also ich bei mir in der Hochschulambulanz für Umweltmedizin mache fast mit jedem Patienten so eine Klimasprechstunde. Also ich versuche immer, diese Erkrankung in den Kontext globale Gesundheit zu setzen. Beim Neurodermitiker ist das gut möglich, den bereite ich darauf vor, was passiert, wenn es immer heißer wird. Den Allergiker versuche ich auch darauf einzuschwören, was passiert mit seiner Allergie und warum es sinnvoll ist, dass er zum Beispiel eine spezifische Immuntherapie, eine Hyposensibilisierung durchführt oder warum es sinnvoll ist, sich über Pollenkonzentrationen zu informieren. Und natürlich spreche ich dann auch mit den Patienten über die planetare Diät. Also ich versuche das wirklich überall mit einzubeziehen, aber sie merken schon, was man dafür braucht. Zeit. Wir brauchen Zeit für den Patienten und die niedergelassene Ärztin, die haben im Schnitt zwischen 3 bis 5 Minuten für einen Patienten. Wie will ich da planetare Gesundheit mit einbauen? Das heißt, wir müssen auch hier eine Änderung im Gesundheitssystem haben. Wir müssen den Faktor Zeit mit dem Patienten ändern. Und das muss ja vielleicht auch gar nicht immer der Arzt oder die Ärztin sein. Das kann ja auch mal ein Psychologe sein oder ein Ernährungsmediziner oder ein Ernährungswissenschaftler. Ja? Also hier müssen wir eine Änderung haben, wie wir mit Patienten sprechen. Ja, vielen Dank. Zeit ist leider auch in unserem Kontext jetzt ein gutes Stichwort, denn wir nähern uns schon dem Schluss der Vorlesung. Aber ich fand es jetzt nochmal einen schönen Bogen zurück, den zu schlagen zu eben den verschiedenen Ebenen, auf denen wir handeln können. Und jetzt gerade der letztgenannte Punkt ist sicher einer, der auf einer politischen Ebene auch mitgelöst werden soll, wo es ja auch zum Glück Bestrebungen gibt. Und insofern stimmt mich das jetzt schon auch hoffnungsfroh, obwohl sicherlich auch noch viel in diese Richtung zu tun ist. Ich würde damit diesen Teil schließen, denn wir haben ja, wie eingangs erwähnt, noch ein transformatives Beispiel und das möchte ich auf keinen Fall, dass es untergeht. Als Erinnerung, ich hatte ja gesagt, wir machen jetzt ein vorweihnachtliches Gewinnspiel, sendet uns gerne alle eure transformativen Beispiele ein und eins möchten wir euch heute schon vorstellen und dazu freue ich mich sehr, dass Marie Schaudig heute dabei ist. Sie ist Medizinstudentin aus Freiburg, aktuell im PJ auch in der Schweiz. Also wir sind extrem international heute mit den Niederlanden und gleich zweimal der Schweiz unterwegs. Und ich sage gar nicht so viel mehr, sondern übergebe dir einfach direkt das Wort und freue mich total, dass du dein Beispiel heute mit uns allen teilst. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank auch für die Einladung und danke für die Vorträge, wie immer. Sehr spannend. Ich knüpfe auch kurz an den Punkt Zeit an, weil ich den Eindruck habe, als Studentin im Krankenhaus bin ich, auch wenn die Tage hier länger sind als Studentin in der Schweiz, habe ich als Studentin noch mehr Zeit als die meisten anderen. Und das versuchen wir eben hier auch so ein bisschen zu nutzen, diesen Vorteil. Ich wurde ja gefragt, ob ich ein Beispiel für Transformation hier vorstellen kann. Ich finde das immer noch ein richtig großes Wort und würden wir das, glaube ich, jetzt nicht so direkt selbst auf die Fahne schreiben, vor allem, wenn ich jetzt irgendwie gucke, wer hat vor mir hier gesprochen und was stellen andere Leute so auf die Beine. Ich glaube, genau darum geht es, so ein bisschen aufzuzeigen, dass es eben auch niedrigschwellige Möglichkeiten gibt,
Planetary Health in der Klinik unterzubringen. Und jetzt in Bezug auf den Vortrag von Herrn Blankenquist, den würde ich denken, das, was wir hier gemacht haben, ist so in Richtung Create Awareness, aber auch dieses Think Big, but Start Slow oder Start Low. Genau, also jetzt mal konkret, wie hat das angefangen hier? Ich bin hier in der inneren Medizin und da gibt es, ist einfach vorgegeben, dass alle PJ-Studierenden einen Fall oder einen Artikel vorstellen, irgendwann, während sie hier sind. Und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine super Gelegenheit, um mal ein Planetary Health-Thema unterzubringen. Ich war natürlich ein bisschen spät dran und habe dann irgendwie Hanna gefragt, die hier auch im Panel sitzt, naja, hast du da irgendwas, die mir dann das Paper von Florian Schulte vorgeschlagen hat über kardiovaskuläre Mortalität beziehungsweise den Effekt von Hitze auf eben Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sogar konkret in der Schweiz. Das war natürlich perfekt, dass ich durch das Flugnetzwerk da direkt ein Paper hatte und sogar dann auch mit Florian noch telefonieren konnte, bevor ich das vorgestellt habe. Das hat mir bestimmt auch nochmal Sicherheit gegeben darin. Und dann habe ich eben dieses Paper der inneren Medizin, so, ja, da sitzen dann schon so 30 Leute, vorgestellt und habe auch gemerkt, dass mir das irgendwie leichter gefallen ist, als jetzt im Krankenhausflur Leuten ein Gespräch ans Ohr zu schwätzen, so, hier ist wichtig, globale Verantwortung und so, weil das einfach ein vorgegebener Rahmen war, in dem ich eben evidenzbasiert dieses Thema auf den Tisch geholt habe. Und im Anschluss an diesen Vortrag gab es, obwohl das kurz vor Mittagessen war, eine recht lange Diskussion und dann auch anschließend irgendwie noch. Und dann wurde ich auch gefragt, warum hast du dir denn jetzt dieses Paper ausgesucht? Ist doch jetzt hier Winter und Hitze und so. Und das war für mich ja der perfekte Moment, um kurz zu erklären, warum ich persönlich das wichtig finde und warum dass ich es eben auch ein Unding finde, dass es bei uns in der Lehre überhaupt keinen Platz hat. Und da nickten irgendwie so im Publikum auch ein paar Leute und es gab einfach insgesamt Interesse. Und ich hatte davor auch schon mit ein paar anderen PJ-Studierenden einfach irgendwie über meinen Health for Future-Button kam ich ins Gespräch und ein paar von denen hören sowieso auch schon die Planetary Health Academy und spätestens nach diesem Vortrag konnte man irgendwie nicht mehr nichts machen, beziehungsweise wollte ich unbedingt dieses Interesse nutzen. Und dann war das wirklich ein Selbstläufer. Ich habe einfach die anderen gefragt, ob sie nicht Lust haben, zusammen so eine Kurzvortragsreihe ins Leben zu rufen. Das ist eh ein Format, was es gibt. Bei uns in der Frühbesprechung dürfen alle jederzeit ungefragt einen kleinen Vortrag halten. Dann waren wir plötzlich 5 Leute, haben eine Mail an den Chef geschrieben, dass wir das gerne machen würden. Und er hat dann auch das grüne Licht gegeben, was ich auch beachtlich fand, weil gerade ja Covid-technisch auch immer noch viel besprochen werden muss. Aber da kam dann sogar die Rückmeldung, ja, für so ein wichtiges Thema haben wir immer 10 Minuten die Woche. Und jetzt seit, ich glaube, 4 oder 5 Wochen halten jeden Morgen, einmal die Woche eben gibt es morgens so einen Kurzvortrag. Ich selber habe dann nur noch Planetary Health generell eingeführt und warum das wichtig ist. Heute gab es zum Beispiel einen Input über Infektionskrankheiten, Planetary Health Diet wurde schon vorgestellt. Und da gibt es einmal echt viele positive Rückmeldungen zu. Wir wurden gefragt, ob es Material gibt, wo man sich irgendwie beteiligen kann. Und das Coolste war eigentlich letzte Woche, da hat dann der leitende Oberarzt hier bei einer interdisziplinären Fortbildung, ohne dass wir das vorher wussten, ganz am Schluss auch eine Planetary Health Slide gezeigt und eben gesagt, hier, seine PJ-Studierenden hätten ihn auf dieses wichtige Thema aufmerksam gemacht und man könnte doch über die Weihnachtszeit auch mal was anderes mit der Familie diskutieren, außer Corona. Und da haben echt auch einige Leute von extern zugehört, das heißt, irgendwie haben das jetzt schon ein paar mehr Leute einfach auf dem Schirm. Also ich glaube, das ist auch so ein Beispiel für eine klassische Low-Hanging Fruit, wie es immer heißt. Die Menschen hier im Team sind, viele sind echt jung, sind eh offen, einer hat eh Global Health studiert. Also das Interesse besteht, aber ich glaube, die Priorität ist einfach nicht da, was ich, ja, wenn man mal in diesem Klinikalltag mit wenig Zeit und vielen Menschen, die ganz viel haben, drin ist, auch total verständlich ist, aber gerade da ist es eben als Studentin, die dann sagt, ich halte hier einfach freiwillig noch einen Input und das kommt auch noch gut an, gar nicht so schwierig wie gedacht. Also ich glaube, ich würde einfach gerne dazu appellieren, vorhandene Formate zu nutzen und wenn es noch keine Formate gibt, vielleicht einfach mal vorsichtig anzuklopfen, ob man die nicht schaffen könnte.
Ich habe da auch gemerkt, so viel Wissen braucht es gar nicht. Ich glaube, viele zögern immer so, weil sie denken, ich habe doch nur diese eine Vorlesungsreihe gehört und das weiß ich alles noch nicht. Aber so wie du auch gesagt hattest, Rieke, sobald man ein paar Leute einfach ins Boot holt und halt nicht mehr alleine dasteht, sondern jetzt, wie wir plötzlich zu fünft, macht es erstens nochmal viel mehr Spaß und es ist einfach ein schöner Rückenwind, wenn du einen Vortrag hältst und im Publikum einfach ein paar lächelnde, nickende Gesichter hast. Ja, genau. Und eben immer auf Evidenz basieren, finde ich eigentlich auch immer einen ganz guten Anker. Ich glaube, das war's. Ja, ganz vielen Dank. Also vielen Dank fürs Vorstellen des transformativen Beispiels. Ein Aspekt, den du ganz am Anfang gesagt hast, möchte ich aufgreifen, nämlich es kommt mir gar nicht so groß vor. Und das auch nochmal als Ermutigung an alle euch anderen. Es muss euch auch nicht groß vorkommen, das, was ihr macht. Aber ich finde, man hat sehr schön gesehen, dass es dann doch Einfluss haben kann und aus einer kleinen Idee dann auch was Größeres werden kann oder jetzt dieser eine Impuls dann wirklich weitere Kreise gezogen hat. Und natürlich der Gedanke, dass wir da vernetzt handeln, was ja auch ein Ziel dieser Vorlesungsreihe ist, euch miteinander zu verbinden und zu verstärken und das Gefühl zu geben, ihr seid nicht alleine, sondern da sind ganz viele. Wir sind immer noch sehr viele heute hier, was mich sehr freut und was euch hoffentlich auch ermutigt. Damit schließe ich auch schon die heutige Vorlesung und wir machen nächste Woche weiter mit drei sehr spannenden Gästen wieder zum Thema mentale Gesundheit im Kontext Planetary Health. Freuen uns sehr darauf und denkt daran, in der Zwischenzeit uns eure transformativen Beispiele zu schicken. Und bis dahin wünschen wir euch eine vergnügliche Woche und jetzt erstmal einen schönen Abend.